Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du hier bist in diesem Moment. Und wir beten darum, dass du zu uns sprichst. Wir beten darum, dass du alles wegnimmst, was uns ablenkt. Wir wollen uns ausrichten auf dich. Amen. Ich hatte mal einen Nachbarn und der hatte zwei Eigenschaften, die waren sehr hervorstechend. Das eine, er hat über alles Autos geliebt. Und wenn der neueste 3er BMW rauskam, dann hat er sich den gekauft. Auch wenn sein Auto erst ein Jahr alt war. Es war ihm total wichtig. Und er hatte noch eine zweite Eigenschaft. Er konnte nicht gut sehen, weil er eine Krankheit an seinen Augen hatte. Gott sei Dank hatte er eine sehr aufmerksame Ehefrau. Und es sah dann immer so aus, die sind Auto gefahren. Ja? Und dann sagt sie, stopp, die Ampel ist rot. Alles klar, hat er gebremst. Oder sie hat auch gesagt, du bist im Gegenverkehr. Einmal schön den Lenker rumgerissen und dann war er wieder zurück. Und es war allen klar, er sollte eigentlich nicht mehr Auto fahren. Nicht, weil er es nicht kann, der konnte saugut Auto fahren, aber er hat es einfach nicht gesehen. Und so standen wir irgendwann vor ihm und haben gesagt, du solltest nicht mehr Auto fahren. Und er war total wütend, er war verletzt, weil es für ihn so das Gefühl war, er war schon ein bisschen älter, er muss wieder etwas aufgeben. Er hat es nicht im Griff. Und weißt du was, ich kann den Mann im Nachhinein so gut verstehen, denn ich liebe es, Dinge im Griff zu haben. Ich liebe es, alles unter Kontrolle zu haben. Wem geht's noch so? Ja, und die anderen trauen sich nicht, sich zu melden. Ich glaube, wir sind alle so, oder? Wir wollen doch bestimmen, wo es lang geht. Wir wollen doch nicht, dass andere uns sagen, dass wir nicht mehr Auto fahren sollen, oder? Gut, bei der Polizei ist schwierig, wenn die das sagt, dann egal. Aber wir wollen unser Leben im Griff haben. Und weißt du, so ein Typ war auch der Petrus, der gerade hier wunderbar dargestellt wurde. Petrus war ein Typ, oder auch Simon genannt, Simon Petrus, der hat es geliebt, die Dinge im Griff zu haben. Und er hatte richtig viel im Griff. Er war Fischer, dann ist er Jesus nachgefolgt und irgendwann ist Jesus gestorben und ist wieder auferstanden und dann hat Jesus zu diesem Petrus gesagt, ey, ich habe für dich einen Auftrag, weide meine Schafe. Du wirst der Mann sein, dem andere folgen. Du wirst der Mann sein, der ganz, ganz vieles im Griff hat. Du wirst der Mann sein, der die erste Kirche der Welt entscheidend mitgründet. Was für ein starker Typ. Und der auferstandene Jesus, kurz nach seiner Auferstehung, spricht er zu Petrus und sagt ihm zu, dass er total trittsicher ist. Hört euch das mal an. Johannes 21, Vers 18a. Jesus sagt, Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Also Jesus gebraucht das Bild von einem Gürtel und sagt, dieser Gürtel hier ist ein Symbol für Kraft, für Selbstbestimmung, für einen Menschen, der absolut trittsicher unterwegs ist. Und damals war es so, die Leute hatten lange Gewänder und wenn sie sich auf den Weg gemacht haben, dann haben sie das Gewand irgendwie so hochgezogen und gegürtet. Ja? Also sie haben den Gürtel irgendwie so rumgemacht. Also ungefähr genau so. Und dann waren sie in der Lage, gut zu laufen, weil das Gewand nicht so rumgeschlabbert ist. Und das Interessante ist, in dieser Situation, wo Petrus von Jesus angesprochen wird, da war Petrus davor auf dem Boot, er hat gefischt, ganz ähnliche Situation wie bei seiner Berufung. Und Jesus ruft ihn vom Ufer und als Petrus ihn erkennt, er war nackt oder hatte nur so eine Unterhose an, irgendwie so, ja. Zieht er sich schnell das Gewand über, gürtet sich, springt ins Wasser und hinter Jesus her. Und jetzt sagt Jesus, als du jung warst, da hast du das Leben im Griff gehabt. Mir ist das Bild für heute mit dem Gürtel total auf dem Herzen. Und weißt du warum? Ich glaube, hier unter uns sind Menschen, die haben gerade total viel Power. Zu denen sagt Jesus nicht, als du jung warst, sondern er sagt, du bist jung. Du hast Kraft, du hast Energie. Und vielleicht will Jesus dir heute sagen, weg mit Netflix. Geh runter vom Sofa. Fang an, voranzugehen. Nimm deinen Gürtel,
gürte dich, mach dich auf den Weg, fang an, den Menschen zu dienen. Du hast so krasse Gaben, du bist so wunderbar gemacht. Fang an, dein Umfeld zu verändern. Fang an, für deine Nachbarn zu beten. Fang an, in deiner Gemeinde mitzuarbeiten. Fang an, groß zu beten und endlich mal was anderes zu beten, als dass das Wetter schön wird. Fang an, dein Leben in die Hand zu nehmen und einzusetzen. Amen. Ich glaube, hier sind Leute, auf die trifft es zu. Und manche von denen sind jung und andere sind vielleicht gar nicht mehr jung. Die haben auch noch Power. Die haben auch noch Kraft. Nimm dein Gürtel, setz dein Leben ein für Jesus und die Menschen in deinem Umfeld. Denn du bist gerade trittsicher unterwegs. Du bist gerade ausgeglichen. Du hast Power. Du hast Energie. Bitte, lass es nicht verkommen. Es kann sein, dass eine Zeit kommt, wo du das bereust und wo du sagen wirst, hätte ich doch damals mal gemacht. Ich will dir ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Da war ich nicht jung, das ist nämlich erst ein paar Wochen her, aber es war nur eine Situation, da habe ich mich total trittsicher gefühlt. Es war folgendermaßen, wir hatten eine Worship Night in meiner Gemeinde, es war abends, Sonntagabend. Was macht man Sonntagabend nach einer Worship Night? Man holt sich einen Lammertschun. Ja? Also ich zum Dönermann gefahren, habe mir einen Lammertschun geholt. Hab gewartet, dass er zubereitet wird. Plötzlich steht so ein Typ vor mir und ohne Witz, der hatte einen Kasten Bier in der Hand. Steht so vor mir. Spricht mich an. Die Hälfte Bier war schon leer. Und ich habe gemerkt, er ist schon ein bisschen länger mit dem Bierkasten unterwegs. Der Bierkasten ist schon ein bisschen leichter, als er heute Mittag war. Und sagt zu mir, lass uns ein Bier trinken. Und ich sage zu ihm, pass auf, ich will jetzt eigentlich nach Hause fahren, aber weißt du was? Ich bin Pastor und in ein paar Tagen ist Heiligabend, da kannst du zu mir in den Gottesdienst kommen. Schaut mich der Mann an und sagt, dann trinken wir danach ein Bier, oder? Ich gebe ihm die Hand und sage, ja, machen wir. Setz mich in mein Auto, fahr los, denk mir nach 100 Metern, nein, ich werde Heiligabend kein Bier mit diesem Mann trinken. Aber ich will ein aufrichtiger Mann sein. Ich habe ihm mein Wort gegeben, dass ich mit dem Bier trinke. Egal. Hab umgedreht, bin wieder zu dem Mann gegangen, habe gesagt, weißt du was, ich will ganz ehrlich zu dir sein, ich habe dir mein Wort gegeben und Heiligabend feiere ich mit meiner Familie, da trinke ich kein Bier mit dir. Lass uns jetzt ein Bier trinken. Guckt er mich so an, bist du von der Polizei? Ich so, wie kommst du darauf? Du stellst komische Fragen. Ich so, nein, ich bin nicht von der Polizei, ich bin Pastor, glaub mir. Okay, dann setzen wir uns hin, machen unser Bierchen auf, fangen an zu reden. Ich rede halt einfach. Erzähl ihm, zeig ihm sogar ein Bild von meiner Tochter, sag ihm, wo ich wohne. Dann sagt er, hey, du kennst mich nicht, warum sagst du mir sowas? Es könnte sein, dass ich zu dir nach Hause komme und dir was antue. Ich so, erstens, du wirkst auf mich relativ vertrauenswürdig und zweitens, ich glaube Gott, so wie ich den kenne, der beschützt mich. Okay. Und er fängt an, sich zu öffnen und erzählt mir aus seinem Leben, dass er zweimal im Gefängnis war, dass er zwei Kinder hat, die er nicht sehen darf. Und ich verstehe so langsam sein Misstrauen. Nicht, dass ich den noch mal ins Gefängnis stecke, ja. Und dann ruft er irgendwie noch eine Freundin an und sagt, ja, hier, ich bin gerade beim Döner, du glaubst es nicht, ich rede gerade mit so einem Pfarrer, komm einfach vorbei. Kommt ihr auch noch vorbei? Irgendwann kommt der Dönermann und sagt, ey Leute, seid mir nicht böse, aber ich will Feierabend machen. Ja, alles gut, wir gehen raus. Also ein Mann, die Frau, ich, die Kiste Bier, stehen unter der Straßenlaterne und ich sage, du, sei mir nicht böse, ich würde jetzt gerne nach Hause, aber ich würde dich gerne beten und dich segnen. Weißt du, ich mache das öfter so und ja, beten finde ich gut, mache ich auch manchmal. Und da habe ich diesen Mann gebetet und ihn gesegnet. Ich bin so begeistert, dass Gott mir manchmal solche Situationen schenkt. Leider nicht öfter, ich würde es gerne jeden Tag haben, aber ich bin nicht mutig genug dafür, sage ich dir ganz ehrlich. Aber es gibt diese Momente im Leben, da bist du trittsicher. Und in der Bibel steht, in Epheser 2, Vers 10, dass Gott die Werke vorbereitet hat, dass wir sie tun sollen. Und hier ist so viel Kraft in diesem Raum, hier ist so viel Power. Und Gott hat so viel in euch hineingelegt. Und ich lade euch ein, dass ihr nicht von der Oko nach Hause geht und die Chancen liegen lasst, die Gott euch gibt. Wenn ein Mann mit einer Kiste Bier vor euch steht, ihr wisst Bescheid, ne?
Nein, das kann komplett anders aussehen. Aber nutzt die Möglichkeiten, die Gott euch gegeben hat. So war das bei Petrus und so ist es manchmal bei uns, egal wie alt oder wie jung du bist. Also das Erste, wir sind manchmal trittsicher unterwegs. Wir können die Dinge in die Hand nehmen. Wir können das tun, was uns auf dem Herzen liegt. Aber dann kommt noch was anderes. Und jetzt wird es schmerzhaft, meine lieben Freunde und Freundinnen. Manchmal wirst du weggeführt. Also Jesus sagt zu Petrus, als du jung warst, da warst du trittsicher. Andere sind dir gefolgt. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Es gibt Menschen, die können sich den Gürtel nicht mehr selbst umbinden. Das ist hier nicht gemeint. Es ist etwas anderes gemeint und ich brauche mal den Eli, um das zu demonstrieren. Was hier von Jesus gesagt wird, tut krass heftig weh. Es ist eine Prophetie für den Tod, den Petrus sterben wird. Er wird nämlich als Märtyrer sterben und er wird gefesselt an einen Ort geführt werden, wohin er nicht will. Falls du dir das nicht so gut vorstellen kannst, wir demonstrieren das mal. Fessel mich mal bitte. Aber so, dass ich das Mikro noch an meinen Mund halten kann, das wäre super nett von dir. Genau, danke. So, also, Petrus wird in eine Situation kommen, da hat er nichts mehr im Griff, er ist gefesselt und er wird wohin geführt, wo er nicht hin will. Führ mich mal wohin, wo ich nicht hin will. Ey, und du merkst, Alter, ist der stark, der Kerl. Meint ihr woanders in die andere Richtung? Mit dir passiert etwas, das du nicht willst und du bist nicht trittsicher. Du taumelst, du fällst sogar fast hin. Danke, Eli, hör auf jetzt, bitte. Danke. Wow. Einen Applaus für ihn, bitte. Jesus sagt zu Petrus, es wird eine Zeit kommen, da hast du nichts im Griff. Da entscheiden andere, was du tun sollst und was du lassen sollst. Da geht es nicht nur um Autofahren. Da geht es um dein Leben. Und weißt du, manche Menschen erleben das wirklich, wenn sie alt werden und merken, andere sagen ihnen, was sie tun und lassen sollen. Aber ich glaube, wir können das genauso erleben, wenn wir jung sind. Menschen sprechen in unser Leben hinein, und sie tun Dinge, die uns wehtun, die uns vielleicht sogar schaden und wir kommen nicht dagegen an. Ich wurde in der Schule so ziemlich krass als Außenseiter behandelt. Ja? Ich will nur nicht nur von meinen Erfolgen mit Männern mit Bierkästen erzählen, sondern auch das andere. Und Jahre später sitze ich an einer Raststätte an der Autobahn. Zufällig kommt eine ehemalige Mitschülerin rein, die hat mich immer nett behandelt. Ich hatte halt nichts mit der zu tun, ja. Und dann fragt mich diese Mitschülerin, Samuel, was machst du so? Und ich sage so, ich mache das und das. Und dann fragt sie, was macht eigentlich deine Schwester? Weil sie kannte meine Schwester. Und ich war so nervös, mir ist nicht mehr eingefallen, was meine Schwester studiert. Ja, ist auf den ersten Blick lustig, aber weißt du, woran das lag? Weil ich es wusste, wie es ist, als Jugendlicher in Situationen zu sein, wo ich das Gefühl habe, ich habe nichts im Griff. Ich sage lieber nichts, weil sonst sage ich alles falsch. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, weil die anderen finden mich doch eh bescheuert und die lachen mich eh aus. Und so eine Situation ist das, wie Petrus sterben wird. Genauso wie Jesus übrigens. Weißt du, und es ist ein Märchen zu sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du immer trittsicher. Nein, bist du nicht. Es gibt Situationen, da verlierst du den Halt, weil andere Menschen mit dir Dinge tun, Dinge über dich sagen, Dinge in dein Leben hineinsprechen, die du nicht beeinflussen kannst. Und du betest und betest und es ändert sich nichts. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht ist es in einem Freundeskreis, du bist plötzlich der Außenseiter, die Außenseiterin, du weißt gar nicht warum und du merkst, du bist total verunsichert. Vielleicht in der Schule, plötzlich sinkt deine Leistung, du weißt gar nicht warum und du verlierst den Halt. Vielleicht sind hier Leute, wo die Eltern gerade sich scheiden lassen wollen, die Ehe geht irgendwie auseinander und du sagst, hey, keine Ahnung, ich kann nichts dafür, aber ich bin das Opfer. Und vielleicht sogar in deiner Gemeinde oder in deinem EC, dass du sagst, hey, ich kämpfe hier für Veränderung, ich will was bewegen für Jesus, aber ich darf nicht. Hey, kennst du dieses Gefühl der Machtlosigkeit?
Du solltest nicht mehr Auto fahren. Du solltest lieber mal deine Fresse halten. Du solltest aufhören, so zu sein, wie du bist. Du solltest lieber mal das Schuljahr wiederholen. Du solltest dir überlegen, ob du hier noch richtig bist. Du bist schuld. Nicht die anderen, du bist schuld. Kennst du das? Es gibt Situationen, da haben wir nichts im Griff. Und jetzt kommen zwei Worte, die gehen so tief, dass sie mich krass beeindrucken. Und ich verstehe die nicht ganz. Weil ich würde sagen, gut, Jesus, jetzt hast du das dem Petrus gesagt und jetzt mach mal schönes Happy End, Jesus. Sag, wie du den Petrus da rausholst, durch ein Wunder. Aber Jesus sagt was anderes. Wir schauen uns den nächsten Vers an, 21, Vers 19 im Johannesevangelium. Jesus sagt, mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Und dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Ey, wenn du alles vergisst von heute Abend, dann merk dir bitte trotzdem zwei Wörter. Das erste ist Herrlichkeit. Sag mal alle, Herrlichkeit. Ganz wichtiges Wort. Und das zweite ist Nachfolge. Sag mal Nachfolge. Jesus sagt Petrus, es geht um zwei Dinge. Herrlichkeit und Nachfolge. Was bedeutet Herrlichkeit? Herrlichkeit bedeutet, dass von jemandem ein besonderes Ansehen, eine besondere Macht ausgestrahlt wird. Stell dir vor, es kommen zwei Leute in den Raum und plötzlich sind alle begeistert oder elektrisiert. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Bei der Oko oder so? Gestern Abend, alles klar, danke, ich hab's verstanden. So, ja? Und du merkst, die Atmosphäre verändert sich. Da kommt jemand in den Raum, der hat Ausstrahlung, der ist ermutigend, der ist wertschätzend, der hat was zu sagen. Und die Leute sagen, boah, was ist das für ein Typ? Was ist das für eine Frau? Was ist das für ein Mensch? Und hier ist die Rede von der Herrlichkeit Gottes. Weißt du, was meine Sehnsucht ist für diesen Abend heute? Dass wir merken, wie Gott in diesem Raum ist, wie der Heilige Geist den letzten Winkel dieses Raumes und vor allem deines Herzens erfüllt. Jetzt hier, später bei der Worship Night, bei irgendwelchen Gesprächen, du sagst, was ist das für ein Gott? Wow! Da ist was, das ist nicht normal, das ist nicht menschlich, das ist göttlich, das ist Herrlichkeit. Was für ein krasser Gott ist das? Und Jesus sagt, Petrus, in deinem weggeführt werden, in deinem gefesselt werden, da wird meine Herrlichkeit sichtbar werden. Und da werden Menschen dich sehen und sagen, was ist das für ein Gott? Als Jesus am Kreuz verreckt ist, da haben Menschen gesagt, was ist das für ein Gott? Ey, und wenn du durch eine Krise gehst, da kann es sein, dass Gott ein Wunder tut und dich rausholt. Ich wünsche es dir. Aber es ist möglich, dass er es nicht tut, aber dass er sagt, meine Herrlichkeit wird sichtbar werden, du wirst staunen. Und Menschen werden dich sehen in dieser Krise. Du selber wirst dich sehen in dieser Krise. Und du wirst sagen, was für ein Gott ist das? Und die Menschen werden sagen, was für ein Gott ist das, der seinen Menschen so durch die Krise gehen lässt und so mit ihm ist. Lasst uns beten, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Egal, ob wir trittsicher sind oder ob wir in der Krise sind. Lasst uns beten, dass Gott groß rauskommt, weil das ist das, worum es geht. Es ist nicht so wichtig, ob es mir gut oder schlecht geht. Es ist viel wichtiger, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Das andere ist natürlich auch wichtig. Und dann sagt Jesus noch eine zweite Sache, folge mir nach. Egal wie es dir geht, du hast einen Auftrag, folge mir nach. Egal ob du gefesselt bist, ob du frei bist, ob du dich selber gürtest, folge mir nach. Das demonstrieren wir auch mal kurz. Ja, yeah, einmal einen Applaus für die Talita bitte. Weißt du, Nachfolge? Nachfolge ist eigentlich super einfach und doch so schwer. Jesus geht vor, ich gehe hinterher. Das ist Nachfolge. Sehr gut, Talita, souverän, ja?
Aber weißt du, was das für Petrus bedeutet hat? Jesus hat vor Menschen gepredigt, Petrus auch. Jesus hat Wunder erlebt, Petrus auch. Jesus hat Gutes getan, Petrus auch. Jesus ist am Kreuz gestorben, Petrus auch. Jesus hat gesagt, hey Petrus, mach einfach, was ich auch gemacht habe. Und das gilt genauso für dich und für mich. In allen Höhen und Tiefen sagt Jesus, folge mir nach. Es hat für mich zwei Aspekte. Das erste ist, steh endlich auf und geh runter von deinem Sofa. Hör auf, rumzulümmeln. Fang endlich an, aktiv zu werden. Gilt nur für die Leute, die manchmal so faul sind, wie ich es manchmal bin. Und das zweite ist ein absolut wichtiger Zuspruch. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist Jesus vor dir. Dann bist du hinter ihm, dann bist du geschützt. Dann wehrt er die Pfeile des Feindes immer wieder ab. Dann sorgt er dafür, dass du niemals allein bist. Folge mir nach. Das ist das, was Jesus sagt. Tu, was ich getan habe, und zwar in deiner Lebenssituation. Wenn Jesus 18 Jahre alt wäre und in deiner Situation wäre, was würde er dann tun? Das tu. Wenn Jesus verheiratet wäre, drei Kinder hätte und die Ehe läuft gerade nicht so gut, was würde er tun an deiner Stelle? Folge mir nach. Tu das, was Jesus getan hat, tu es in deiner Situation. Mit dem, was du kannst. Ein letzter Gedanke. Denn wir sind manchmal so in der Gefahr, dass wir Jesus nachfolgen wollen, aber dann schauen wir weg und lassen uns ablenken. Dafür brauche ich nochmal zwei Personen, um das zu demonstrieren. Nochmal die Talita und den Luke diesmal. Und so, ja, also ich bin entschieden für Christus. Ich will Jesus folgen. Ich laufe hinterher und mache das auch ganz gerne. Und Jesus geht ganz souverän voran und es läuft eigentlich ganz gut. Ja? Und wir wechseln nochmal die Richtung. Und plötzlich sage ich, Jesus, was ist eigentlich mit dem? Also ich bin Petrus, ich folge dir ja nach, ne? Ich werde einen ganz schön krassen Tod sterben. Jesus, was? Jesus? Oh, ist nicht mehr da. In dem Moment, wo ich mich umdrehe und frage, was ist denn eigentlich mit dem, verliere ich Jesus aus den Augen. In dem Moment, wo ich mich umdrehe und frage, was ist eigentlich mit dem, erstarre ich vielleicht sogar manchmal. Ich werde passiv und ich verliere Jesus aus dem Blick. Vielen Dank euch beiden. In unserem Predigttext steht Folgendes. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, Johannes, ihnen folgte. Es war derselbe Jünger, der beim Festmahl an der Seite von Jesus gelegen hatte. Er hatte Jesus damals gefragt, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was wird aus ihm? Und dann heißt es im nächsten Vers, Jesus, niemals um eine Antwort verlegen, Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Hey, was geht es dich an? Ich habe drei Geschwister und ich habe ganz oft meine Eltern gefragt, hey, was ist mit dem? Der hat zwei Würstchen, ich habe nur eine. Und mein Vater hat einen legendären Satz gesagt, der hat mich so aufgeregt und jetzt sage ich den immer zu meinen Kindern. Das ist das Schöne, ja? Wenn du eine Generation weiter bist, kannst du einfach weitergeben, ne? Merkt's euch. Der hat einfach gesagt, kümmer dich um dich. Kümmer dich um dich. Und mittlerweile glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Satz ist, weil es zum einen sagt er, hey, schau nicht auf die anderen. Schau auf dich. Kümmer dich um dich. Da hast du genug zu tun übrigens, ne? Hast du genug zu tun. Du bist der erste Mensch, den du leiten musst. Kümmer dich um dich. Und das andere ist aber auch eine Befreiung. Ich muss mich nicht um den kümmern. Jesus kümmert sich um ihn und Jesus kümmert sich um mich. Und Jesus geht mit ihm seinen Weg und er geht mit mir meinen Weg. Und das ist in Ordnung so.
Ich darf mich um mich kümmern und ich darf mich darauf verlassen, dass Jesus mir vorangeht, dass er mich schützt, dass er weiß, was ich brauche, dass er zu mir steht, auch wenn ich Fehler mache, weil er mich liebt. Kümmere dich um dich. Und was mit ihm passiert, das wird Gott schon richtig machen. Du darfst dich um dich kümmern, du darfst bei dir bleiben und Jesus nachfolgen. Das ist dein Auftrag. Und warum? Wir Menschen brauchen Herrlichkeit. Wir brauchen es, dass Gottes Schönheit, Gottes Liebe sichtbar wird, denn die Welt ist zerbrochen. Und das ist das Unbegreifliche an Jesus, dass in unserer Verletzlichkeit Herrlichkeit sichtbar werden kann. Dass in unseren Zweifeln und Fehlern Herrlichkeit sichtbar werden kann. Ich habe ein sehr hartes Jahr hinter mir persönlich. Ich habe manches erlebt, was sehr schwer war. Und manchmal habe ich genau in diesem Schweren Gottes Herrlichkeit gespürt. Früher dachte ich immer, Gott spürt man dann, wenn alles trittsicher ist. In den Höhepunkten des Lebens. Mittlerweile würde ich sagen, ich habe mit die tiefsten Gotteserfahrungen dann gemacht, wo ich unten war. Wo ich nachts nicht mehr schlafen konnte, wo ich morgens aufgewacht bin, nicht mehr einschlafen konnte. Und plötzlich einen Frieden hatte, der war nicht von mir. Und deshalb will ich dich so ermutigen, wenn du vielleicht gerade durch eine Krise gehst, folge Jesus weiter nach. Du musst nicht mal trittsicher sein. Du darfst dich an ihn klammern. Er trägt dich, er liebt dich, er hält dich, er hat alles für dich gegeben. Und lass dir eins sagen, du bist wunderbar, so wie du bist. Lass dir nichts anderes sagen. Du bist wunderbar. Bleib an Jesus dran. Folge ihm nach. Folge du mir nach. Und sei nicht überrascht, wenn Gottes Herrlichkeit dann sichtbar wird in deinem Leben. Sei offen dafür. Hey, wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo es ganz still ist. Es ist eine Zeit für dich und für Gott. Wir haben hier zwei Fragen eingeblendet. Du kannst gerne über die Fragen nachdenken, aber vielleicht will Gott dir was ganz anderes sagen, dann ist das auch okay. Lass uns zur Ruhe kommen. Lass uns mit diesem Gott reden.